Einen wunderschönen guten Morgen. 5. Dezember, wir sprechen über den Hi-Rise 3, einen 3-in-1 Ladestand. Sieht ganz elegant aus, meines Erachtens, und benutzt sich auch recht ansprechend. Hier lässt sich eine Apple Watch auflegen, hier lässt sich ein 12er, 13er, 14er iPhone magnetisch anheften und hier unten kann man AirPods auflegen. Wenn man kein oder wenn man ein früheres iPhone hat, lässt sich es auch hier auflegen und dann wird es kabellos geladen. Ein 3-in-1 Ladestand, der hinten mit USB-C kommt, natürlich. Was nicht beiliegt, ist ein Netzteil, was, wenn man das Gerät so, dieses Zubehör aus der Verpackung nimmt, natürlich so ein bisschen Aufwand bedeutet. Man muss ein Netzteil finden. Ist dieser Tage so, ist eine längere Diskussion. Ich finde ihn ganz elegant verarbeitet und er hat den wahnsinnigen Vorteil, dass er eine große Aufladefläche hat. Diese Ladefläche, die ist nicht nur leicht zu treffen, wenn man so sein iPhone da drauf wirft, sondern der kippelt auch nicht. Der lässt sich einfach so aufstellen und dann lässt sich das iPhone in einem sehr schönen Winkel bedienen und kippt nicht nach hinten um. Und man kann das iPhone sogar im Querformat aufsetzen und irgendwie Filme bei der Arbeit schauen, so wie man das macht. Oder am Nachttisch verwenden, wenn man noch irgendwie die Nachrichten der letzten Fußballspiele reingereicht bekommen möchte. Er hat so kleine Micro-Suction-Pads am Fuß, die es noch gegen Kippel unanfälliger machen. Der große Nachteil von dieser Konstruktion, die ich sehr elegant finde, wie gesagt, ist, dass es alles sehr langsam lädt. Das ist nicht MFI oder MagSafe zertifiziert. Deswegen benutzt man das an einem Ort, wo man Zeit hat, Geräte zu laden. Entweder über Nacht oder am Schreibtisch, wenn das iPhone eh irgendwo liegen muss, die AirPods eh irgendwo platziert werden möchten. Es ist super langsam, die Geräte zu laden. Geht schon, sie laden, aber sie laden sehr langsam. Man möchte da nicht irgendwie schnell die letzte Batterieladung reinschieben, bevor man aus dem Haus geht oder bevor man aus der Arbeit rennt. Wenn man damit klarkommt, ist es ein sehr schöner Stand meines Erachtens. Wie gesagt, die große Aufladefläche, das nette Mattplastik, Anfassgefühl, das ist so Soft Touch, gefällt mir sehr gut. Von 12th House, der Hi-Rise 3, ein kleiner 3-in-1 Ladestand. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder.